Servus, grüß Gott, ich bin der Günther von CityBear Bike. Unsere heutige Tour führt uns vom Hirschgarten übers Nymphenburger Schloss bis zum Olympiapark. Die verkehrsberuhigten 8 Kilometer fahren wir ungefähr in 30 Minuten. Dadurch, dass es überwiegend Fahrradstraßen oder Radlwege sind, ist die Strecke für Familien sehr, sehr gut geeignet. Los geht's hier an der S-Bahn-Station Hirschgarten. Jetzt viel Spaß! Übrigens, für alle, die es laut wollen und auf Kultur stehen, hinter mir ist das Backstage. Nach 200 Meter von der Friedenheimer Brücke geht es eigentlich schon in die Schloss-Schmidt-Straße. Und von da aus direkt in den Hirschgarten. Genau. Viel Spaß! Der königliche Hirschgarten ist einer der grünen Lungen von München. Es gibt Liegewiesen, Spielplätze und einen super Biergarten. An der Tellerpassstraße verlassen wir jetzt den Hirschgarten und fahren dann Richtung Norden. Eine schon direkt auf Schloss Nymphenburg zu. Wir kommen auch vorbei am Gasthof vom Kurgarten. Am Ende der Hirschgartenallee geht es vorbei an der Schlosswirtschaft Schweige direkt in den Schlosspark rein. Bevor es ins Schloss Rondell reingeht, machen wir zurück einen kurzen Blick auf 630 Meter Schloss Nymphenburg.
Jetzt noch schnell ein Blick zurück zum Schloss Nymphenburg, bevor es weitergeht. An der nördlichen Auffahrtsallee Richtung Olympiapark. Kurzes Stück geht es auf der Menzinger Straße entlang. Dann geht es aber schon wieder verkehrsberuhigt weiter. Jetzt geht es in die Kugelmüllerstraße. Jetzt wird es ein ganzes Stück verkehrsberuhigt entlang am Nymphenburger Biedersteiner Kanal Richtung Olympiapark. Dabei geht es an der Schrebergartenanlage, der Gaststätte zur Linde und rechts immer noch der Nymphenburger Biedersteiner Kanal. Weiter geht's auf der Hohenlohe Straße, eine Fahrradstraße, also auch verkehrsberuhigt. Bevor wir endgültig in den Olympiapark kommen, geht's nochmal unter der Dachauer durch und unter dem Mittleren Ring. Das erste, was man sieht, ist das Stadion. Dann kommt aber auch schon der Olympiadom. Jetzt geht es vorbei am Stadion, an der Schwimmhalle und am Turm sieht man jetzt auch schon. Im Olympiapark endet jetzt unsere Tour. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns bald wieder bei einem der Stadthallentouren. Servus und grüß Gott!